Wir haben die Ungleichung. 2 Drittel ist größer als minus 4y minus 8 und 1 Drittel. Das Erste, was ich machen will, weil mich die gemischten Zahlen stören, damit ist nicht leicht zu arbeiten, aber man kann sie sich leichter vorzustellen. Hier ist etwas mehr als 8. Lass uns das in einem unechten Bruch konvertieren. Also 8 und 1 Drittel ist gleich, der Teil ist 3, 3 mal 8 ist 24, plus 1 ist 25. Also dieses Ding hier ist das gleiche wie 25 Drittel. Ich werde das umschreiben. 2 Drittel ist größer als minus 4y minus 25 Drittel. Nun, das nächste, was ich mache, nur weil ich schwer mit den Brüchen arbeite, ich multipliziere beide Seiten diese Ungleichung mit einer Zahl, die uns von Brüchen befreit. Ich werde beide Seiten mit 3 multiplizieren, weil 3 der gemeinsame Teiler ist. Lass uns beide Seiten multiplizieren. Das ist die linke Seite. Wir multiplizieren auch die rechte Seite, 3, setzen in Klammern und ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich das Zeichen nicht ändern soll, weil ich beide Seiten mit einer positiven Zahl multipliziert habe. Hätte ich minus 3 genommen oder minus 1 oder minus irgendetwas, hätte ich das Zeichen geändert. In jedem Fall, lass uns das simplifizieren. Also, auf der linken Seite, wo wir 3 mal 2 Drittel haben, erhalten wir einfach 2. 2 ist größer als, wir können jetzt diese 3 verteilen, 3 mal minus 4y ist minus 12y und 3 mal minus 25 Drittel ist minus 25. Jetzt wollen wir alle unsere bestimmten Zahlen auf der anderen Seite der Ungleichung anordnen und unsere einzige Variable auf der anderen Seite. Y ist bereits auf dieser Seite. Lass uns 25 auf die andere Seite übertragen. Wir können das tun, indem wir 25 auf beide Seiten diese Ungleichung addieren. 25. Links und rechts. Auf der linken Seite erhalten wir 2 plus 25 gleich 27. 27 ist größer als die rechte Seite unserer Ungleichung, nämlich minus 12y. Negative 25 wird durch positive 25 weggekürzt. Das ist das ganze Geheimnis. Wir erhalten, 27 ist größer als minus 12y. Und die Werte von y zu finden, können wir entweder beide Seiten mit minus 1 Zwölftel multiplizieren oder wir können beide Seiten durch minus 12 dividieren. Nun, weil ich die Ungleichung mit einer negativen Zahl multipliziere oder dividiere, ändert sich das Zeichen. Lass mich das aufschreiben. Also, wenn ich beide Seiten dieser Ungleichung durch minus 12 dividiere, erhalte ich 27 durch minus 12. Das ist kleiner als. Ich ändere das Zeichen. Lass mich das mit einer anderen Farbe zeichnen. Kleiner als minus 12y durch minus 12. Merkt ihr, wenn ich beide Seiten der Ungleichung durch eine negative Zahl dividiere, ändere ich das Zeichen. Ich ändere ihn von größer als auf kleiner als. Bei einer positiven Zahl brauche ich das nicht zu ändern. Also 27 dividiert durch minus 12. Diese beiden Zahlen sind durch 3 teilbar. Wir erhalten, wenn wir beide Zahlen durch 3 dividieren, erhalten wir minus 9 durch 4. Das ist kleiner als, das wird weggekürzt. Y ist größer als minus 9 Viertel oder minus 9 Viertel ist kleiner als Y. Also, Y ist größer als minus 9 Viertel. Ich habe einfach die Reihenfolge geändert. Es stand früher, dass minus 9 Viertel kleiner als Y ist. 9 hat 2 4, also können wir sagen, dass Y größer als minus 2 und 1 Viertel ist. Das ist eine gemischte Zahl. Lass uns das auf einem Zahlenstrahl zeichnen, einem wirklich einfachen. Hier ist vielleicht 0, also hier sind minus 1, minus 2, dann minus 3. Minus 2 und 1 Viertel ist genau hier. Wir suchen größer als. Wir werden diesen Punkt nicht in die Lösungsmenge einschließen. Also wir zeichnen einen offenen Kreis genau dort. Um alles, was größer als das ist, sind die y-Werte, die der Ungleichung genügen.